Love, Peace and Happiness. Ja, die Sonne scheint wieder auf Donnerstagmorgen. Ja, sehr schön, natürlich unter einer schönen, gleichmäßigen, weißen Decke, ne, scheint die Sonne. Man sieht es sehr schön, wenn man an den Himmel guckt. Ja, sie waren ja gestern wieder fleißig unterwegs. Jeder, der ein bisschen an den Himmel gekickt hat, lustige Streifen. Ja, Kondensstreifen selbstverständlich, weil alles andere wäre Verschwörungstheorie, wollen wir nichts mit am Hut haben. Ja, apropos Verschwörungstheorie und ja, ich hatte euch gestern ja so ein bisschen über Line Media erzählt, da ich den immer ganz gerne gucke. Und empfohlen euch da das mal anzukicken. Und hatte das ja auch mit Hashtag und so reingesetzt. Auf jeden Fall per YouTube. Da ist er auch sehr erfolgreich mit seinem Kanal. Ja, mir wurde dann ein sehr wunderbarer Text vom WDR zugespielt. Die haben einen Artikel geschrieben über QAnon, also lieber WDR. Also als allererstes, QAnon in dem Maße gibt es nicht. Es gibt entweder Q oder die Anons. Eins von beiden. Aber beides zusammen, nee, das ist so, nee. Es gibt Q, dann gibt es sogar Q Plus und die oder der, wie auch immer, setzen immer so versteckte Botschaften ins Internet. Gibt es, also aktuell werden da keine mehr reingesetzt, aber die alten haben schon recht guten Wert. Und das ist immer so, die erzählen die Geschichte, was ungefähr so passiert. Grob erzählen, ne? Kann sich jeder selber mit auseinandersetzen, wenn er möchte. Und dann gibt es die Anons. Die, das sind ja verschlüsselte Botschaften, versuchen zu analysieren und herauszufinden, was denn Q oder Q Plus damit meint. Also deswegen Q, Anons, das beides zusammen. Kleiner Tipp von mir, WDR, setzt euch damit mal ein bisschen weiter auseinander. Ja. Vor allem, ja, fand ich den Artikel sehr geil über Line Media, weil die, ich sag mal so, ihn jetzt nicht in irgendeine Ecke gestellt haben, nicht wirklich, sondern eher so ein bisschen auf ihn aufmerksam gemacht haben. So nach dem Motto, kick mal da, da gibt es einen, der ist sehr erfolgreich im deutschsprachigen Raum und den solltet ihr euch mal anschauen. So, so ungefähr haben die es. Das war so diese versteckte Botschaft, die ich dahinter rausgelesen habe. Und ja, sehr empfehlenswert. Jeder, der diesen Artikel lesen möchte, schaut entweder WDR nach oder wenn er dazu zu faul ist, das zu googeln. Ich habe das mal hier unten, das ist mein Telegram-Kanal. Da ist da drinne, da könnt ihr euch den gerne anschauen. Und da ist auf jeden Fall der Artikel drinne. Das zum Ersten. Was ich da auch immer ganz witzig finde, oder auch allgemein sehr abgefahren finde, sind immer diese Bilder, die sie damit reinsetzen. Ne, jeder oder viele Artikel haben ja ein Bildchen immer. Und achtet mal auf die Farben. Das ist diese Farbkombination. Ich persönlich finde sie ja auch sehr geil. Ne? Das sieht man auch da an meiner Mütze. Ne? Das ist eine schöne Farbkombination. Ich mag sie sehr, sehr gern. Ne? Das ist meine Wintermütze. Ne? Weil da wird langsam immer weniger. Deswegen braucht man eine vernünftige Mütze. Und dass sie nicht verloren geht, hängt sie da. Und von daher, ja, schöne Farbkombination, persönlich, großartig. Nein, so, was haben wir noch?
Ja, dann wurde mir gestern noch ein Video zugespielt. Kann man auch da unten sich angucken, geht darum, um diese von der Olympischen Spielen, um diese Eröffnungsshow. Und da hat sich jemand tatsächlich mal ein bisschen Mühe gegeben und hat in den letzten Jahren da mal ein bisschen drum rumgestöbert, was denn so für Eröffnungsfeiern waren und wie die denn aufgeführt worden sind. Sind ja im Endeffekt halt Theaterstücke. Und ja, habe ich mir das dann angeguckt. Schon crazy, dass für ein für Olympischen Spiele zu nehmen, weil hatte ganz viel mit Krankenhausbetten zu tun, mit tanzenden Krankenschwestern oder Personal allgemein, Krankenpersonal, mit Kindern, die auf schwebenden Betten sind und der Tod dahinter, schon sehr abgefahren. Das Ganze war 2012 in London, bin ich jetzt der Meinung. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, scheiße. Ja, ich habe es mir gestern angeguckt, aber ich glaube, es war London 2012. Sonst, wie gesagt, schaut euch das Video mal an, macht euch euren eigenen Kopf darüber. Er verbindet das so ein bisschen, oder verbindet es mit den Corona-Jahren. Ne? Und daraufhin, da versucht er einen Zusammenhang mitzumachen. Ich persönlich weiß nicht hundertprozentig, ob ich über diese Brücke gehen soll, weiß ich nicht, weil ja, er hat bestimmt mal einen Anstoß darüber gekriegt, mach mal sowas, aber das sind ja immer, wie man ja auch bei dieser Eröffnungsfeier dieses Jahr gesehen hat in Paris, sehr, ich nenne es mal, kranke Menschen. Weil was bei denen im Kopf los ist, will ich persönlich nicht wissen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, kam mir alles hoch. Wie gesagt, der Kaffee morgens ist mir in den Hals stecken geblieben, fand ich sehr widerlich. Und bis es dahin kommt, dauert das eigentlich immer ein bisschen. Ja, also von daher, wer Bock hat, schaut es euch gerne an. Und wie gesagt, eigenen Kopf drüber machen. So, was haben wir noch? Was habe ich heute Morgen Witziges noch mitgekriegt? Fand ich auch sehr amüsant. Die Versicherung, das war im Auto Motorsport, haben auf einmal Angst vor E-Autos. Ich fahre hier mit 70, beim zugelassenen 70 mal wieder zu langsam. Ja, manche Leute müssen auf Schulwegen, auch wenn Ferien sind, immer ein bisschen schneller fahren. Auch sehr amüsant. Irgendwie, entweder stimmt mein Tacho nicht oder wie auch, ist auch egal. Auf jeden Fall, da werden die Versicherungsbeiträge sollen demnächst mal teurer werden, weil, ja, das mit den Batterien, das ist so eine Geschichte, auch bei leichten Unfällen und sowas, kann die Batterie einen Schaden mitbekommen und wir wissen alle, diese Batterien sind extrem teuer und ja, die gute Geschichte ist halt, E-Autos lohnen sich dadurch immer weniger. Die Subventionen fallen weg, der Strom ist extrem teuer geworden, also das Tanken von diesen Autos, das Aufladen, tanken ist das ja nicht, das Aufladen von den Batterien ist teilweise teurer, als wenn ich meinen Benziner oder meinen Diesel voll tanke. Und. Also von daher, E-Autos, ich glaube, das Thema ist durch. Ja, wenn die jetzt die Versicherungen jetzt noch hinterher schießen, da das auch noch teurer werden. Wie gesagt, Automotorsport, kann sich jeder mal den Artikel durchlesen. Sehr abgefahren, die ganze Geschichte. Ja, von daher, läuft auf jeden Fall. So geil. Wie gesagt, wenn die EU jetzt auch schon dafür einen auf den Deckel gekriegt, wegen die Verbrenner aus, verfassungswidrig etc. Irgendwie was, sowas habe ich gelesen. Auch halt super interessant. So, wir haben garantiert wieder so viel. Ich muss mir einen Zettel machen. Ich
das nützt nichts. Was tatsächlich irgendwie alles los ist. Es ist ja eine ganze Menge los. Aber die. Ach, was auch geil ist, die Schweinegrippe ist im Vormarsch. Habe ich auch gelesen. Sehr cool. Irgendwo haben die jetzt auf einmal in Deutschland die Schweinegrippe für sich wieder entdeckt. Und haben davor ganz viel Panik, Angst und sowas. Auch wirklich abgefahren. Die versuchen jetzt alles irgendwie rauszuhauen, was sie irgendwie an Pandemiepotenzial irgendwie haben. Und es soll natürlich, Bratwürste gibt es dann wieder gratis wahrscheinlich. Kann man sich überall abholen. Weil soll ja so ein bisschen anregend sein fürs Portemonnaie, für das ein oder andere Unternehmen. Deswegen, ja, schaut es euch an. Meiner Meinung nach kriegen sie das alles nicht durch. So, aber sie müssen ja jetzt schon mal ein bisschen damit anfangen, weil der Herbst naht ja. Also von daher müssen sie ja schon mal ein bisschen Angst und Panik wieder verbreiten. Und es ist geil. Ja, da kann sich bitte auch jeder mal selber den Kopf drüber machen, inwiefern das tatsächlich irgendwie noch Substanz hat und Wert hat oder wie ihr darüber denkt. Also könnt ihr auch gerne in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr davon denkt. Weil würde mich auch mal interessieren, ob ihr denkt, das geht los oder geht nicht los. Ne? Eins von beiden. Ja, und nochmal ein Anhang über YouTube. Lade ich das immer hier hoch, das komplette Video, weil wir ja immer ach so tolles Internet haben und die Lives immer nicht wirklich tatsächlich komplett rüberkommen. Oder jedenfalls da nicht komplett halt sind. Deswegen lade ich die immer komplett auf YouTube hoch, könnt ihr euch gerne anschauen. Gestern hat es tatsächlich mal ein bisschen länger gedauert. Tatsächlich erst abends, späten Nachmittag, wo ich abends zu Hause war, zum Feierabend, weil ja den ganzen Tag über ich so schlechtes Internet hatte, dass das nicht übermittelt werden konnte oder nicht hochgeladen werden konnte. Ich habe es direkt morgens gemacht und ja, ist nicht wirklich auf YouTube hochgekommen. Ich weiß nicht, ob YouTube das Problem hatte oder tatsächlich mein Internet war, was so ein bisschen schlecht war, wie auch immer. Ja. Aber da könnt ihr gerne nachgucken, da habe ich das immer, wenn dann auch abends irgendwann gibt es dann das komplette Live, da könnt ihr euch das angucken. So, und ja, was habe ich noch? Das war's eigentlich. Es gibt bestimmt wieder so viele Sachen, die ich auch wieder vergessen habe, aber ist halt so, ja. Ja, das ist halt, wenn das irgendwie alles, wenn du, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier wissend über, wie das da, der Plan läuft, aber ich kann mir das vorstellen, wie es läuft. Oder für die nächste Zeit irgendwie auch ist. Und es läuft ja alles in die richtige Richtung. Das ist meine persönliche Meinung. Auch wenn manche das immer ein bisschen anders sehen, aber das ist halt, ja. Ich denke, das nimmt alles ein gutes Ende. Die zerstören sich alle selber, man braucht nichts mehr machen. Straße gehen, ja, kann man machen, muss man auch nicht mehr. Also ich persönlich nicht wirklich, weil ich war, glaube ich, oft genug, lang genug irgendwie auf der Straße. Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre länger. Deswegen denke ich mal, ich habe da einen relativ guten Überblick und schaue mir das Ganze immer so ein bisschen von oben an, so Vogelperspektiven-mäßig. Und ja, weil man muss sich immer das Gesamtbild angucken, nicht immer sich auf einzelne Nachrichten konzentrieren, weil das ist immer blödsinnig. Es ist zwar immer super interessant, aber das große Ganze zählt. Das ist das, was wirklich, wirklich zählt. Ja, und man darf immer nicht vergessen. Da hatte ich gestern auch wieder ein sehr schönes Gespräch.
einfach darüber, über was manche Leute auch immer nicht so mitkriegen. So, da hatte ich mit einer Kundin gesprochen, die hat einen Smart Meter zu Hause zum Beispiel, hatte ich reingeguckt. Oh, Smart Meter, ha, verfassungswidrig. Ja, hat sogar der Verfassungsschutz gesagt, nö, dürft ihr nicht, Kontrollen und sowas. Ist mit dem Internet, kann man alles kontrollieren drüber, wann der Toaster eingeschaltet worden ist, wann das Handy geladen worden ist, kannst du alles darüber, können die alles drüber sehen. So, habe ich ihr erstmal empfohlen, beim Netzbetreiber anzurufen und sich einen normalen Zwei-Richtungszähler, einen digitalen, zu holen. Oder sollen die da einbauen und dann damit ist die Sache auch erledigt. So, da meinte sie so, ich arbeite zu viel einfach und mit ihrem Mann. Und wir kriegen das nicht so mit hin. Ja, das ist genau das, was sie ja wollen, dass man tatsächlich sich nur noch irgendwie aufs Arbeiten konzentriert, vielleicht noch ein bisschen zu Hause und ja, bloß nichts von der Welt da draußen mitbekommen. Ja, auch sehr schönes Thema, also von daher, ja. So. Na gut, jetzt habe ich aber genug gequatscht, jetzt ist auch wieder gut, könnte ich ja wieder hier stundenlang ausholen, ich bin auch fast da, von daher. Macht euch alle einen schönen sonnigen Tag. Ich würde es auf jeden Fall machen. Obwohl ich heute jetzt ein bisschen drin arbeite, aber nicht so schlimm. Gestern war sehr schweißtreibend. Egal. Gut, habt euch wohl. Macht euch einen schönen Tag. Love, Peace and Happiness. Und ja, vielleicht bis morgen. Ne? Von daher. Habt euch wohl. Bis dann. Ciao, ciao.